Wenn wir die Hirnaktivität mit mobilen EEG-Systemen aufzeichnen, analysieren wollen, sind in der Regel auch Informationen von der Außenwelt bzw. der jeweiligen Aufgabe relevant. Am Fraunhofer EDMT in Oldenburg forschen wir dafür an mobilen EEG-Systemen und Schnittstellen zu externen Systemen, um Informationen von realen Ereignissen synchron zu der Hirnaktivität messen zu können. Problem bei der parallelen Aufzeichnung von Hirnaktivität und realen Ereignissen ist die zeitliche Synchronität. Also exakt den Moment zu erfassen, in dem die Hirnaktivität in Bezug zu einem realen Ereignis entsteht. Wenn zum Beispiel im Flugsimulator ein Landemanöver gemeistert werden muss oder man mit dem Auto durch die Straßen einer fremden Stadt navigiert, können wir synchron die Hirnaktivität zu diesen Ereignissen erfassen. Unerwartete Dinge wie ein Alarmturm beim Triebwerksbrand oder ein Ball, der auf die Straße rollt, können wir mit der Hirnaktivität abgleichen und analysieren. Mit unseren Methoden zur Kalibrierung und Möglichkeiten zur Systemintegration lassen sich systematische Latenzen auf ein Minimum verringern, um so unsere mobilen EEG-Systeme in reale Anwendungen zu bringen. All dies ist Voraussetzung für die EEG-Datenanalyse, um die komplexe, vielschichtige Gehirnaktivität hinsichtlich der mentalen Prozesse und Zustände zu interpretieren und zu visualisieren.